So, Part Nummer 16. Ich weiß, ihr seht es jetzt im YouTube-Titel, die Partnummer. Die sage ich aber trotzdem immer noch als Kommentariat immer da so ein bisschen an, damit ich das selbst ein bisschen schaffe, wenn ich anfange, die Aufnahmen zu benennen. Von daher ist es eher ein Leitfaden für mich. So. Jo, da bin ich mal gespannt. Ich habe immer noch nicht geschafft, mir die Aufnahmen anzugucken. Aber ja, am Ende wird es natürlich so richtig eklig. Weil die Aufnahmen alle im Arsch sind, da habe ich drei Parts, die ich verkacke. Naja, solange ich die Parts nicht so extrem lang mache, sollte es eigentlich machbar sein. Ja, nochmal ein paar Blumen züchten. Oh, das ist super. Das mit den Blumen ist echt geil. Finde ich toll. Wirklich, ist wirklich so, gefällt mir. Jo, da kann ich das eigentlich alles einsammeln, so wie ich das gerne hätte. Das ist schön, ein schönes Spiel, doch wirklich, gefällt mir sehr. Kann ich nicht oft genug betiteln. Wie gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt. Und ja, dafür, dass das ein Geschenk war. Wunderbar. Wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Ja, komm, nehme ich mal die Pinienzapfen, Kerne mit. Ich muss noch Alkohol herstellen. Da brauche ich ja, das brauche ich ja mindestens einmal für die Dingsbums, für die Lilly. Giftige Flüssigkeit. 50%, ja, 62, 52, ne? Ja. Die kleinen Prozentzahlen erkennt man von der Couch nicht so ganz. Aber im Endeffekt muss ich das sowieso nehmen, wie es ist. Von daher ist das alles kein Problem. Oh, das war knapp. Ja, manchmal bin ich ein bisschen langsam. Moon, komm vorbei. Bom. Yuki. Arko, ich möchte ein gutes Kätzchen sein. Ich werde kein Essen mehr klauen. Miau. Willst du mir beibringen, etwas Einfaches zu kochen? Ich kenne ein einfaches Rezept. Spiegelei. Ah, oh, super. Guck, siehst du, wir haben die Yuki jetzt zum Guten bekehrt. Das ist doch super. Küche, Spiegelei. Dafür brauche ich Ei und Öl. Öl mache ich. Ja, kleines Hühnchen. Gibst du mir ein Ei? Marmentau. Och, Mann. Jetzt ist es eingeschlafen. Och, bitte. Na gut, Moon. So, ich habe im Moment keine Aufträge. Das ist okay. Ach, das ist doch ärgerlich. Weil ich so kurz davor war. Und es wäre nämlich schön gewesen, wenn ich den Auftrag direkt hätte beenden können. Ich Trottel habe mein Ei an Bram verkauft. Mein Hühnerei. Nein! Ich kann es machen. Oh, super. Mir hat nur das Öl gefehlt. Oh, da habe ich nicht richtig hingeguckt. So, Moon, wo bist du? Bleib noch ein paar Sekunden. Yuki, hier. Hör zu, Yuki. Das einfachste Rezept des Universums ist Spiegelei. Man braucht nur warme Butter, Ei und... Pfui, Igitt, ich mag lieber Bonbons. Ach du. Oh, herrlich, die Kleine. So, wie viel Prozent? Es müssen jetzt 58 gewesen sein. Na gut. Jo. Jetzt bin ich so ein bisschen auf den Zufall angewiesen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Das ist klar. Aber die Frage ist, da können wir sowieso nichts machen. Von daher müssen wir es, wie gesagt, wirklich so nehmen, wie es ist. So.
Nein, Kometen! Hilfe, lass meinen Planeten in Ruhe. Krieg ich das hin, ohne dass sie was kaputt machen? Ja. Super, wieder einen Kohl bekommen. Und eine Eichel. Super! Wunderbar. 34, 36. Okay. Unser Haushalt sieht eigentlich ganz gut aus. Da würde ich sagen, machen wir nochmal zweimal Mais. Oh, es blitzt. Da muss ich echt aufpassen. Das kann nämlich echt in die Hose gehen. Nämlich keine Lust, dass er in den Baum einschlägt und mir da die Bäume kaputt macht. Oder mir die Ernte vernichtet. Auf der anderen Seite, Blitz und Donner bringen natürlich auch Regen mit. So, einfach mal ganz schnell drüber. Das geht dann recht schnell und dann müssen wir eigentlich auch hier. Ja, komm, das ist jetzt relativ egal. So, ja, nochmal eine Runde Mais. Dann sollten wir eigentlich genug haben. Den Pilz nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Und da pflanze ich jetzt einfach mal komplett willkürlich. So, die Schafe. Ach, ich habe keinen Strom mehr. Machen wir mal viermal Stroh. Das sollte dann ausreichen. Ja, ja gut. Wilhelm und Elfriede. Sind jetzt Wilhelm und Elfriede, unsere Schäfchen. Jetzt will ich mal auf dem Planet gucken, ob der Blitz irgendwas kaputt gemacht hat. Sieht aber ganz gut aus. Ja, das kann man so lassen. Das ist super. So, jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass ich von Monstern angegriffen werde. Alles andere ist Zufall. Und wegen diesem vermaledeiten Schutzgebet bringt es auch nicht wirklich viel. Yuki! Wäre es ein endloser Bonbon? Kannst du dir vorstellen, Arko, ein Bonbon, das nie endet, miau? Ich werde Locke fragen. Er mag seltsame Experimente. Ah, stimmt, da kriegen wir jetzt von Locke was Besonderes. Dir fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Ja. Das ist schön, Mr. Bram. Es bringt mir nur nichts. Das Schutzgebet verhindert leider Sachen. Jo, kann ich nicht mehr viel machen. Ist leider wirklich so. Wie viel Holz habe ich eigentlich? Meine ich hätte genug. Holz müsste ich keins mehr farmen, theoretisch. Ja, 200. Das läuft eigentlich ganz gut. Fische! Ja, es wird ein relativ langweiliger Part gerade, weil ich aktuell questmäßig nicht viel machen kann. Ich konnte eine Yuki unter die Arme greifen, das ist soweit dann auch okay. Aber das war's auch schon. Oh, jetzt hätte ich den Bärenbusch fast abgeschnitten. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Zum Glück haben wir noch keinen Level 3 Akt, weil sonst wäre er mit einem Schlag weg. Und ja, das geht auch. Außer das Zerstören. Das Zerstören von Gebäuden oder von gebastelnden Sachen. Die brauchen ein bisschen. Na gut, da kann ich nicht viel weitermachen. Na komm schon, auf! Ja, ich fühle mich jetzt gerade selbst so ein bisschen in einem Tief gerade drin, weil ich im Spiel nicht viel weitermachen kann. Diesbezüglich kann ich auch keine großen Aufnahmen machen. Beziehungsweise Aufnahmen nicht, sondern eher
Ich meine damit Kommentariat. Ich kann nur die Moon ab und zu mal rufen und hoffen. Du klaust mir... Hallo, hallo. Hab dich erwischt, Bomb. Verschwinde von hier. Mensch, 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 Mensch. Na gut, dann lassen wir die mal in Ruhe. Ich kann nur hoffen, dass die Moon irgendwann auch einen Auftrag für mich hat. Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Okay, ja. Die beiden Mädels, die und ihr Akku. Wir könnten ein paar Blümchen pflanzen. Aber ich will auch nicht alles voller Blumen haben. Obwohl eigentlich habe ich dagegen nichts einzuwenden. Blumen sind toll und sie riechen gut und sind schön und wunderbar und wunderbar. So, dich fütter ich jetzt. Ich brauche noch ein paar Eier. Gibst du mir ein paar Eier? Ich gebe dir auch was zu essen. Na komm. Tschüss Moon. Mach's gut. Wunderbar. Jo, ich kann wirklich nur Sachen anpflanzen, mich drum kümmern und hoffen, dass ich dann doch irgendwann von den richtigen Monstrositäten angegriffen werde. Oder dass ich Besuch von den richtigen Sachen Leuten kriege. Ansonsten geht's nicht voran. Das Game macht ja irgendwie müde. Oh ja, das ist super. Schade, dass es nur eins ist. Och, du doch nicht. Ich brauche dieses Monster. Ich muss von Spinnen angegriffen werden, aber dieses Schutzgebiet verhindert das. Sehr gut sogar. Und das ist ärgerlich. Lernst später noch andere Gebete kennen. Aber aktuell... Das ist ärgerlich. Die bringt uns nämlich ein paar Quests noch und dann bringt die uns nämlich jetzt Sachen bei. Und dann können wir nämlich das Schutzgebet irgendwann weg schalten. Ich glaube nämlich, das bleibt nämlich für immer. Und das ist jetzt die Sache, die gesteckt ist. Bedeutet, das Schutzgebet verhindert, dass wir von vielen Monstern angegriffen werden. Und das bedeutet, Monsterangriffe sind selten. Nur die Spinnen droppen aber die giftige Flüssigkeit, die wir brauchen, um sie der Lilly zu geben. Das bedeutet, wir müssten eigentlich das Schutzgebet loswerden. Das werden wir aber nur los, wenn wir die giftige Flüssigkeit haben. Und die Lilly uns andere Gebete beibringen kann, weil es kann nämlich immer nur ein Gebet aktuell ja aktiv sein. Jo, stockt. Oh, super. Kommt wenigstens... Oh, ist eigentlich perfekt. Hab dich erwischt, Baum. Verschwinde von hier. Mann, Bom. So, hallo Onkel Locke. Und gibt es endlose Bonbons? Was meinst du? Nun, Bonbons, die niemals enden. Ich denke, ich habe etwas Ähnliches im Laden. Wie viel willst du? Kaugummi. Kaufen wir mal ein Kaugummi. Wo ist Bom? Wo ist die denn hin? Och, ernsthaft? Jetzt habe ich das Kaugummi für die? Und jetzt ist sie abgezogen. Oh, komm schon. Das Spiel will mich heute echt trollen. Wie kann mich denn so ein Spiel noch trollen? Wie geht das? Wie war die Versammlung der Zauberer? Hast du den Preis gewonnen? Ach, frag nicht, junger Mann. Es war höchst unfair. Eine inkompetente Jury ohne Urteilsvermögen und guten Geschmack. Mein Pflanzenmutationstrank war unschlagbar. Aber sie vergaben den Preis an einen weisen Ank.
der mit einem Haarwuchstrank teilnahm. Ein Haarwuchsmittel für Angst, als ob die pelzigen Bären noch mehr Haar bräuchten. Enttäuschend. Ich verstehe. Aber ein echter Zauberer gibt niemals auf. Ich mache einen besseren Trank. Den ultimativen Trank. Was für einen? Den Verjüngungstrank. Jeder, der ihn trinkt, wird 10 Jahre jünger. Ich habe eine erste Probe vorbereitet, aber ich habe sie noch nicht an einem Lebewesen getestet. Bist du bereit, ihn zu probieren, mein treuer Helfer? Du brauchst nur ein kleines Schlückchen trinken, dann bist du sofort 10 Jahre jünger. Herr Locke, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich bin erst 10 Jahre alt. Ich möchte mich nicht in ein Baby verwandeln. Du hast recht, das wäre problematisch. Dann bring mir einen Frosch. Ja, schön. Und jetzt haben wir ein weiteres Problem, und zwar müssen wir den Stab verbessern. Die Lilly macht das nämlich. Die bringt uns nämlich einen Zauber bei, indem wir Monster in Frösche verwandeln können. Und jetzt stackt das alles ein bisschen. Jetzt hat das Spiel sich selbst gebreakt. Das ist nicht so super. So, 42, 42, 28. Ja. Und Weizen. Komm, einmal Weizen noch. Das passt. Mach's gut, Herr Locke. Tschüssi. Jo, jetzt haben wir auch erfahren, dass der Akku erst 10 ist. Kein Wunder, dass er diese ganzen Sachen noch nicht versteht. Und dass er sich nicht geschmeichelt fühlt, dass die ganzen Mädels da irgendwie, die ihm hinterher sind, die Yuki und die Moon. Und auf einmal taucht da noch die Lilly auf. Hoffentlich ist es jetzt das richtige Monster, bitte. Eine Spinne. Och nee, du doch nicht. Diese Monster sind... Die braucht doch kein Mensch mehr. Ach Mann. Ich kriege auch langsam Hunger. Der Akku ist die ganze Zeit am Spachteln und ich muss zugucken. Och Mann. Na gut, machen wir gleich mal ein Aufnahmepäuschen. Ich habe ja schon wieder vergessen, mir die Aufnahme anzugucken, um zu gucken, ob das mit dem Audio so stimmt, weil ich halt aktuell auch ein anderes Mikrofon gerade verwende, wie ihr sicherlich gehört habt. Von daher kann ich eigentlich das mit einer Pause kombinieren und dementsprechend dann auch anfangen, auch mal die Audioaufnahmen anzuhören. Dann passt das. Bei der wievielten Minute sind wir 18? Ja, dann mache ich den Part noch fertig. Und dann sollte der Käse gegessen sein. So, hier noch ein paar Beeren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dem Kerl geht's hier echt gut. Er kriegt Besuch von allen Seiten, hat Hühner, hat Schafe, hat ein Kätzchen, das ihn sehr gerne hat. Kriegt Besuch von der Moon, die sich Sorgen um ihn macht. Und hat eigentlich mehr als genug zu essen. Fische, Brathähnchen kann er sich machen, Fisch. Bom, super. Yuki, ich habe endlose Bonbons. Lecker. Sie sind zähflüssig. Ich werde mehr für mich und Bom kaufen. Warte eine Minute. Was ist los, Yuki? Der hat den Geschmack verloren. Das ist nicht so endlos. Klebe ihn ja mal. Was? Den Satz muss. Das ist nicht endlos. Klebe ihn an meine Türe nicht. Das ist nicht endlos. Klebe ihn nicht so an meine Tür wahrscheinlich. Na gut, ja, Kaugummis sind nicht endlos. Das ist dann halt so der Fall. Hast du noch irgendwas zu sagen?
lachte Pirat Rattengesicht. Er bricht Wellen mit dem Bug des Raumschiffs. Schatz und Gold nahm er von allen und jeden. Er entwischt selbst in den kniffligsten Situationen. Dieser Teil hat der Zauberer wohl vergessen. Der Pirat sang dieses Lied. Bravo. Du wärst ein ausgezeichneter Pirat, falls du meiner Crew beitreten willst. Ich habe im Moment keine Aufträge, sprich beim nächsten Mal mit mir. Ja, das läuft ganz gut. Das ist super. Wunderbar. Na, da haben wir doch was gekriegt. Haben wir in diesem Part doch noch was gerissen. Ja, das ist immer so ein Hin und Her. Das kannst du mir wirklich nie sicher sein. Wann es jetzt vorangeht und wann es einfach nur noch am Stacken ist. Mittlerweile sind wir auch im Abbauen so gut geworden, dass wir auch Stroh kriegen, wenn wir den Weizen nur abbauen. Das bedeutet, unsere Schäfchen sind eigentlich in guten Händen. Das ist super. So, kann ich hier eigentlich noch irgendwas herstellen? Käse könnte ich natürlich machen. Pizza, lecker, schmecker, frisch vom Bäcker, lecker, schmecker. Ja, machen wir noch mal ein paar Süppchen. Ist auch nicht schlecht. Können wir noch mal. Oh, jetzt habe ich aber echt Hunger. Das kannst du aber echt glauben. Jetzt ist aber hier Magen in den Kniekehlen. Ich würde sagen, ich beende dann auch die Aufnahme. Wir sind auch in der Zeit ganz gut, das ist soweit okay. Dann höre ich mir den ganzen Audiogeschiss an und mache mir nebenher noch was zu essen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tschüss. Und auch du, mach's gut, Goliath.